Hallo und herzlich willkommen zurück zu PlayerUnknown's Battlegrounds mit Toto Hilly. Und wir sind hier in der First Person Bar unterwegs. Vielleicht liegt uns das ja ein bisschen. Glaube ich zwar nicht, aber egal. Ist er, der Hühnerschreiber? Versteckt. So. Wo wollen wir denn mal hin? Aber wir springen da mal ab gleich. So früh schon? Das würde ich jetzt sagen, oder? Na komm, raus, raus. Bin schon raus. Quer runter. Haben wir hier noch welche bei uns? Oh, bei mir hier sind hier zwei, drei. Ach, du bist ja weiter hinten. Oh, da sind ganz viele da hinten. Oh, ich hab's gerade gemerkt. Erstmal umgewöhnen jetzt hier. Oh, komm, eine Pistole oder irgendwas, was Bumm macht. Macht. Irgendwas. Irgendwas. Ah, mein Helm hier. Zack. Ja, wie gesagt, kurz vorher habe ich dann gesehen, dass da vier, fünf Leute runter sind oder noch mehr. Ich denke, oh Scheiße. Das erstmal. Knarre und alles. Ach so, oder? Und ein Revolver. Oh, hier haben wir auch M4, Ska, alles da. Ne, die Munition brauche ich gar nicht, oder? Egal, mitnehmen. Erstmal. Rucksäcke und nur ein. Hier vorne in dem roten Haus jetzt. Hier ist eine Shotgun, Pistole. Eine Granate. Komm weg. Noch eine Shotgun. Überall Shotguns, Mann. Wird das für irgendwas? Nein. Rote Zone. So, warte mal. Das Gute ist, wir sind in der Nähe von der Zone.
Fang er mal hier. Da, er schießt dich jetzt. Das ist der Besser. Hm? Das kommt weg. So, lass mal Richtung Zone, wa? User joined your channel. Ein wunderschönen guten Morgen. Moin. Guten Morgen. Na? Was sehe ich denn? Was hast du dir denn gekauft? Ich hab was bekommen. Nein, Quatsch. Ich hab mir das schon mal vorgeholt, weil ich könnte mir das ein Geschenk. Holen. Das ist ein Geschenk. Oh, Geschenk? Ja. Danke, danke, danke. So, und wir sind hier schon so ein bisschen am Spiel. Versuchen es, ne? Ja. Naja, aber ich brauch noch 11 Stunden, dann hab ich 100 voll. Dann erzählt er einem, ich hab gar keine Zeit zum Zocken. Naja, ich zock zurzeit fast nur noch an einem Battleground. Okay. Das ist halt so. Ja, ich sag mal, am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab das gepönt, das Spiel, weil ich fand das irgendwie sinnlos, planlos. Dann habe ich mir ein bisschen was angeguckt und dann habe ich gedacht, ja, so scheiße ist das vielleicht doch nicht. Nee, ist es ja auch nicht. Es macht auf alle Fälle süchtig. Ja, aber wie gesagt, ich bin da noch nicht mehr überlege, die Counter-Strike-Sachen, Geschichten da nicht zu vergleichen, ne? Ja, von Stats her oder Kram, dass man trifft und so. Hier ist das echt heftig. Also manchmal stehe ich davor und ich denke, warum treffe ich den Penner nicht? Ja, es ist eben halt anders. Naja. Mal gucken, ja, ob ich genauso viele Stunden wie bei Counter-Strike Source kriege. Ja, wir haben ja schon verzweifelt Dings gespielt. GO und so. Was ist GO? Ja. Was ist GO? Counter-Strike. Global Offensiv, nee. Ach, das ist so. Wobei, das ist so scheiße, dass es trotzdem gut ist. Aber das Problem ist, ne. Irgendwann mal. Muss auch immer mal was anderes. Früher, wenn wir überlegen, wo wir noch einen Clan hatten. Ja, da werden die verpönt, die stellen irgendwas anderes spielen. Wie kannst du deine Zeit dafür opfern, ein Spiel zu spielen außer Counters? Ja. Ja, und jetzt einem selber so, dass man keinen Bock hat, immer das gleiche zu spielen. Ja, das ist alles nicht so einfach. Das ist alles nicht so einfach. Mit frei oder Urlaub? Nee, ich muss nachher in Bettschicht. Oh. Ich Bettschicht. Ja, das ist ein. Ah, ja. Ja, ich hab schon gedacht, der kommt denn jetzt? Weil Phoenix war auch online, der heute glaube ich von 14 bis 17 Uhr oder 10 Uhr arbeiten. Der morgen wohl nach Furt fährt, Duisburg. Ja, super. Der hat da einen Lehrgang oder so. Aber fährt 3 Stunden hin. Lehrgang und fährt 3 Stunden hin. Ja, 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück und dann ist er, glaube ich, 1-2 Stunden geht der Lehrgang und fährt dann, wie gesagt, nach Hause. Wenn es bezahlt wird, warum? Ja, das ist schon bezahlt, aber. Unser Freund Phil, ich habe ja immer gedacht, dass der so ein bisschen Ahnung hat, wie in Sachen hier gerade mal cool oder so. Was der ist, letzter kaputt, da habe ich mich echt kaputt gelacht. Wieso, was hat er? Ach, der hat doch andauernd seinem Ton Probleme. Ey, der kriegt das nicht gebacken, den Ton vernünftig einzustellen. Dann friert er ständig seinen Rechner ein. Dann hat er gezockt. Nach einer Viertelstunde war Ton weg im Spiel. Und ja, hat ja mehr oder weniger fast das gleiche System gehabt, wie ich es hatte. Nur halt alles, nicht unbedingt alle einem Hersteller. Und ich habe alle MSI genommen. Ich dachte, na gut, wenn, dann ist das eher alles aufeinander abgestimmt. Hast du weniger Probleme, als wenn du alles durcheinander nimmst. Ja, und er hat alles durcheinander und hat Probleme ohne Ende. Ja, und jetzt hat er sich einen Rechner gekauft für 1800 Euro. Die 7er, weil da. Und dann ist, denke ich, da ich zu ihm geholt gucke, bei Rhino kommt, die machen auch Gaming-PCs. Da sparst du nochmal 50 dran, ne? Nein, er muss dann unbedingt bei Hightech Gamer das Ding kaufen, was unterm Strich 300 Euro mehr kostet. Aber ja, gut, wenn man es hat, ne? Ich würde nie einen Fertigrechner kaufen. Ich baue alles selber zusammen.
Ja, ich habe den hier auch zusammengebaut und das ist überhaupt mittlerweile Weil das ganz. sparst du auf alle Fälle, weil ich sehe nicht ein, dass ich irgendjemand 100 € gebe für das bisschen Zusammengeschraube. So, wenn ich mir überlege, ich habe hier für meinen PC habe ich, boah, das ist 800 € gewesen sein. Ja, für 800 € kriegst du einigermaßen PC zusammen. Ja, wenn ich mir überlege, ich habe einen 6-Kern-Prozessor mit 3,9 GHz und habe 32 GB RAM, Arbeitsspeicher, habe eine 1050 Ti jetzt drin. Ich kann alles zocken. Zockst du gerade oder was? Ja, wir sind gerade mittendrin. Ja. Also, wie Wir viele haben leben da denn noch? 44. Oh ja, dann mach ich noch schnell eine Ja. Runde. Weit Das ist. kommen wir, aber das war's dann auch schon wieder. So, wir kommen so weit, Wir kommen gut ohne bis Kills einer zu uns voran. kommt oder so. Was? Echt? Ja, so ungefähr. Und dann. Wenn wir ballern, so, wir sehen das nicht von wo, ey. Das ist ätzend. Hab ich jetzt überhaupt schon einen? Ach nee. Ach siehst du, ich könnte mal Nee, bin kaufen. voll die Kack-Noobs, also ich zumindestens. Ich Ja, kriege das hier dann kommen. teilweise gar nichts auf die Reihe. Ja, das. Das Problem ist auch noch mit dem Zielen, weißt du, der steht vor mir, ich baller auf den drauf und der fällt einfach nicht um. Jetzt Und je mehr ich mich darüber ärgere, muss er auf desto. Auto umstellen. Die Na? Shotguns sind hier überall verteilt, ne? Ja, da, die sind ja wie Sand am Meer. Ich hab auch noch als Ja. Zweitwaffe eine. Nee. Wieder so ein hässliches Hemd, echt. Ein Scope oder so, Mann. Scheiße. Also die beste Waffe, die ihr finden könnt, ist zurzeit die Mini 14. Die habe ich einmal gestern hatte ich die und das war's dann Weißt du, was auch. das Beste ist? Ich habe jetzt zwei M16. Okay. Ja, Die groß bist 16A4, ja. du. Die ist scheiße. Freu dich, Ah. wenn du die 416 findest. Die ist besser. Okay. Weil Autofeuer und kannst mehr dran basteln, ist genauer auf Entfernung. Jetzt knallt das, oder? Ja. Was? Wir sind jetzt im Frauenbereich, voll im roten Bereich. Oh. Wenn ihr in der Zone seid, gell, sucht euch ein Häuschen. Da sind wir gerade drin. Wir müssen da weiter, ne? Ich weiß. Habe ich vorhin auch gemacht. Ich bin voll in dem drin gewesen, da musste ich weiter. Oh, dann bin ich gelaufen, währenddessen das da noch am Rumknallen war. Und dann kurz vor mir, bumm, hoch. Ich denke, boah, das war eng. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier bei den Häusern. Ich bin neulich mit jemandem mit dem Auto durch die Zone und hat noch so am Anfang gesagt, nur Idioten stehen in der roten Zone. Bumm! Tot. Aber alle beide das Auto sehen. Ja, weißt du, ich habe mal aus Spaß irgendwie auch keinen Ruf mal an das Auto verschießen. Und der flogen durch die Luft. Sind nicht kaputt gegangen. Ja, aber dann haben die sich verschaltet und wir sind dann weitergegangen. Ja, haben sie uns selbst. Man sollte das Spiel möglichst nur, wenn du dir sicher sein kannst, auch was. Solange wie dich keiner sieht, leise. Jetzt sind wir in der roten Zone, oder? Was soll denn das? Haben die Serie. Ja, jetzt aber schnell, mal, bevor er einfach ist. Hier macht's ab. Ja, das ist halt noch ein Spiel. Gerade mal 4 Stunden auf dem Zettel. Aber wie gesagt, macht Spaß. Ja, wie gesagt, wir haben es ja gestern auch. Ja. Das hat schon. Was denn hier? Yeah, ein Regenserver, hab ich ein Glück. Eine Nagelpistole. Was hast du? Sagte, ich habe eine Nagelpistole. Eine Vektor. Ah, die Vektor ist aber geil. Ja. Immer auf Dauerfeuer stellen, möglichst ein erweitertes Magazin rein, die ist unschlagbar auf Nähe. Ist wenigstens noch Verband und sowas. Hier war noch keiner.
M16A4 liegt hier noch, falls du brauchst. Hab ich auch, ich habe eine SKL und eine M16. Okay. Besseres finde ich hier im Moment nix. Oder weiter? Können wir gleich weiter. Oh ja, wir müssen einen kleinen Weg zurücklegen zur Zone wieder. Lass mal los. Ja, wenn ich hier aus dem Haus finde, warte mal. Nein, ich bin schon aus der Zone raus. Egal, lauf, lauf, lauf. Ich bin schon längst am Laufen. Ich bin 2 Kilometer vor dir. Was sehe ich auch. Könnte ich auch gleich was denn aus Versehen mit dem Gegner. Verwechsel ich dich auch. Hä, was ist los? Ja, die Zone, wir müssen laufen. Wir sind gleich wieder am Mann. Oh, nö. Ey, ich in die Richtung. Habt ihr wieder rote Zone oder was? Nee, die Zone verkleidet. Ah, ein bisschen getrödelt. Aber nur ganz gierig, ja? Ja, naja. Ja, da schlägt wieder Jackos norddeutsche Mentalität durch. Weißt du, heute nicht komme ich morgen, wenn ich nicht komme, ist es noch früh genug. Das war Zeit. Langsam. Oh, nimm doch mal Forest. Oh, ey, ich bin. Ich glaube, ich schaff das nicht mehr, die Zone weg. Ja, aber die nächste Zone sind gleich da. Ja, und dass die blaue weiter weg ist und dass meine Lebensenergie runtergeht. So ist nicht weit. Unterwegs heilen. Hä? Unterwegs heilen. So, weiter. Das mit X, das Box. Ja, sind auch kurz davor. Eher im Moment kurz davor. Es sind 10 Meter. Die blaue Linie wenigstens schon. Seit 10 Meter vor der. Ja, fast. Kann auch 20 sein. Siehst du, jetzt werden aus 10 20. Ja, da die blaue Linie, da erstmal rüber. Dann passt ja, das weiß ich, aber ich. Eine Knarre in der Hand. Ist so, geschafft. Was willst du mehr? Oh, fast so. Tot. Was? Ich werde mich jetzt heilen und dann passt das. Kann doch nicht wahr sein, ey. Bin ich extra aufs Militärgebiet gegangen und was finde ich? Nichts. Nur Scheiße hier. Laufen wir gleich weiter zur Zone. Ja, das glauben wir jetzt aber. Hier kommt ja eh nichts. Das ist freies Gelände. Es hat auf mich geschossen, aber ich bin schon halt. Hast du nichts zum Heilen? Verbände, ja. Nutzt die doch erstmal. Wenn ich das hab, ich hab doch schon mal ein bisschen laufen, weil es ist wenig Platz von der Zone, dass ich gleich wieder von. Haben noch eine Minute. Minute, viel passieren. Das was wir eh gleich erschossen werden hier irgendwo. Das glaube ich auch. War einer gewesen. Oh, 26. Komm, 24 jetzt töten, dann haben wir es. 24 töten. Jetzt. Na, passiert doch nicht. Ja, doch, irgendwie schon habe ich das mal so. Was ich ein bisschen blöd finde, ja, ich habe vorhin ein Livestream geguckt für das Spiel. Wenn einer mit einer Sniper irgendwo hängt, da ist das Gras weg ist, weißt du, kann sich nicht mal ins Gras legen. Weil das bringt kein nee, eigentlich auf eigentlich normalerweise nicht, dann hat also auf Entfernung. Na, auf ganz ganz weite Entfernung, musste wirklich schon ewig sein. Eigentlich in der Zone, nee, scheiße. Oh, die Zone kommt. Ja, ja, ich merke das. Klebt schon fast wieder am Arsch. Die Zone. Ich bin die ganze Zeit, ich habe noch nicht mal gestanden. Ja, wir sind gleich wieder raus. Na, dann ist das so. Am Anfang glaube ich mehr Autos zu fahren. Da hinten stand irgendwo eins. Oh Mann ey. Ja, und raus. Egal. Da hinten ist die nächste Zone, schauen wir, komm. Habt ihr denn ein Auto? Nö, im Moment noch nicht. Aber wir sind gleich wieder in der Zone drin. Aber komm,
Gleich wieder, die Zone wird immer weiter weggehen. Ja, aber der, nee, du musst die weißen jetzt sehen. Siehst du die nicht auf dem Map? Ja. Die ist schon kurz vor uns. Ja, aber ich bin schon wieder tot. Ja. Irgendwie. Aber wenn wir hier weiß, dann umso. Ja, du weißt ja nie, wo du bist. Ja. Aber wir würden mal am längsten hier mit. Ja, hier so außerhalb rumrennen. Immer positiv denken. Das ist geil, das haben wir. Längst. Ja. So, warte mal, jetzt muss ich auch mal teilen hier. Jetzt wird das nichts mehr. So, ich bin jetzt mutig und fahre über die Brücke. Ich bin gestern lieber immer nur geschwommen. Ich muss über die Brücke, die blaue ist mir hinterher. Bin da aufs Millibit gesprungen. Mhm. Wollten wir auch mal tot. Mhm. Um, 2 Minuten zu leben, ne? Jetzt noch mal 2 Minuten haben, wenn so lange überhaupt. Ich habe 3 getötet und bin eigentlich equipped. Sofern einer auf der Brücke sitzt. 60. Und ich hab noch nicht gesehen, Mann. Traurig. Ja. Aber gleich auch nicht. Ja, ja, kriegst du einen, dann bist du tot. Den sehen wir ja meist nicht, wenn die sonst wo schießen, die Scheiße. Ja. Ich hoffe ja nur, es kommt noch einer hier lang. Zehn, Alter, die Zeit wird immer weniger, oder? Ja, ja, es wird immer weniger. Je kleiner die Zone, weniger Zeit ist zwischen den Zonen. So, lauf! Bin drin. Einfach rennen. Und komm. Okay. Gucken kommt. Muss ich auch. Ja, falls jemand kommt. Hab ich ja gar nicht gewusst. Oh oh. Was denn? Ich hab jetzt echt verbinden, ne? Ich auch nicht. Vor allen Dingen die Zone ist mir vorbei. Mann! Da hinten ist die andere. Da ist die Linie. Ich noch nicht mal bei mir auf dem Radar. Lauf. Komm. Scheiße. Das war da echt sind aber gleich in Zone. Passt. Ein paar Kilometer. Passt. Ich werde es nicht schaffen. 200 Meter. Ja, aber es geht zu schnell und ist gleich weg. Ja, so Zone da angekommen. Die wenn die Zone die weiß reicht hat, dann geht's doppelt. Ah, tot. Scheiße. Ja, ich auch. Ein Schuss. Hat er mich erwischt. Mann. Ich beende das Ding mal. Oh, Platz 9, ne? Was soll's? Seid unter die Top 10 gekommen, ist doch gut. Ja. Ohne einen Gegner zu sehen. Schafft das mal ja, jemand. Ich weiß. Oh, Mann.